Als ich den Begriff Vertrauensleute das erste Mal gehört habe, konnte ich da eigentlich nichts mit anfangen, weil mir war die Funktion unbekannt. Ja, wo ich das erste Mal Vertrauensmann gehört habe, das war bei mir in der Berufsausbildung 1997. Und für mich war das erste Eindruck so ein bisschen so der Klassensprecher der Gewerkschaft. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich wirklich nicht viel damit anfangen. Als ich das erste Mal das Wort Vertrauensleute gehört habe, habe ich gedacht, ja, Vertrauen ist genau das Richtige. Wir brauchen Leute im Betrieb, die die konkreten Fragen wirklich aufnehmen. Ja, die Frage war erstmal, was ist das? Und dann habe ich mich damit beschäftigt, dann habe ich auch die IG Metall dadurch kennengelernt und das fand ich eigentlich sehr gut. Ja gut, ich dachte bei mir, was macht er wohl, wieso soll man in dem Vertrauen haben? Dann habe ich die Gewerkschaft kennengelernt und habe mir gedacht, ja, das ist, was du machen willst. Du willst den anderen helfen, zu verstehen, wie alles funktioniert. Du willst dich weiterbilden, sodass du auch irgendwann gut beraten kannst und aus dem ganzen Nebel, den man so in seinem Job hat, auch das rausbringt, was man für sich als Mensch in einem Unternehmen braucht. Ich betreue 900 Menschen in der IT und in der Produktentwicklung. Dafür sind gute, engagierte Vertrauensleute unglaublich wichtig. Ich bin Vertrauensfrau, damit ich anderen helfen kann, damit ich sie unterstützen kann, damit wir hier ein tolles Gemeinschaftsgefühl in der Arbeit haben. Ich bin immer noch Vertrauensmann, weil es immer noch wichtig ist, für seine Rechte einzutreten. Gerade jetzt in Corona-Zeiten merkt man, dass also alle Arbeitnehmerrechte ja wieder ausgehöhlt werden sollen. Und das darf nicht sein. Im Endeffekt ist das ja eine Vertrauensperson, die sich den Problemen der Kollegen im Betrieb annimmt und für die Kollegen einsteht. Ich bin Vertrauensfrau geworden, weil ich genau das sein will. Ich will Ansprechpartnerin sein für die Kollegen im Betrieb, für ihre Anliegen. Ein wichtiger Aspekt für mich oder für uns im Allgemeinen ist der Austausch unter den Kollegen, unter den Vertrauensleuten. Und ja, der findet statt und das ist das, was zählt. Die Produktion braucht eine Stimme. Deswegen bin ich Vertrauensfrau geworden. Ich helfe gerne Menschen. Also es macht auf jeden Fall Freude. Anstrengend ist es natürlich auch immer hin und wieder. Im Großen und Ganzen macht es mir persönlich Spaß und dadurch ist die Anstrengung nebensächlich. Die Arbeit der Vertrauensleute ist das, was wir daraus machen. Es macht super Spaß. Ich bin sehr aktiv in der IG Metall, ich bin Vertrauensfrau und es macht super Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Ja, ich bin gern Vertrauensmann, auch wenn die Leute zu mir kommen mit Problemen, aber oft kann man schon allein durch Zuhören und ein paar Tipps ihnen helfen. Also die Vertrauensarbeit macht natürlich Spaß und wir haben auch einen guten Austausch untereinander unter den Kollegen und ja, sind auch immer auch mal auf einer lustigen Sitzung dabei. Vertrauensleutearbeit muss Spaß machen, damit wir mit unseren Themen auch wirklich aus dem Herzen kommen. Vertrauensleutearbeit macht mir Spaß, denn auch schwierige Themen sind dabei, aber überwiegend Spaß. Ich versuche nicht, meine Kollegen zu überzeugen, sondern ich lade sie zum Mitmachen ein. Die Arbeit mit meinen Vertrauensleuten macht super viel Spaß und das ist ein super Nehmen und Geben. Ich helfe gerne, deswegen bin ich IG Metaller. Vertrauensleute sind die Basis der Gewerkschaftsarbeit, ganz einfach.